7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future. Wir wollten zum ersten Mal einen Roboter im Weltraum fernsteuern. Das war sehr gewagt und eigentlich hatten wir zu viel versprochen. Die Risiken waren unglaublich. Als Columbia im Orbit war, konnten wir zum ersten Mal überhaupt diesen Signalrückkopplungskreis testen. Stellte sich heraus, dass es 6 Sekunden waren. Und dann kam eben die Phase, wo das Greifen eines fliegenden Objekts geplant war. Der Roboter hat das Würfelchen gegriffen, hat es gequetscht, das war auch in Ordnung so. Aber das ist in der engen Kiste, in der er stand, natürlich davon geflogen und hat angestoßen an den Wänden und ist hinter dem Roboter verschwunden. Und wir wussten, wahrscheinlich wird er gar nicht mehr hervorkommen in den verbleibenden Minuten, die wir noch hatten. Und bevor wir dann wieder die Kanäle, die Datenkanäle abgeben mussten an andere Experimente, eine Minute vorher kam er dann tatsächlich plötzlich nochmal in den Sichtbereich des Greifers und seiner Kamera. Und wir haben auch nicht mehr versucht, fernzusteuern, das war eigentlich auch vorgesehen, sondern haben gesagt, entweder er schafft es jetzt vollautomatisch über die Rechner am Boden, dann ist es eine Sensation. Oder eben nicht, dann war es ein Riesenpech und alle Welt wird lächeln. Und er hat das dann geschafft. Es war ein unglaublicher Moment. Da ging mir durch den Kopf, jetzt müssen wir eigentlich für 10 oder 20 Jahre ausgesorgt haben. Wir haben Mitte der 90er Jahre damit angefangen, erstmal Roboter zu entwickeln, die an den Leistungsdaten des menschlichen Arms nahe herankommen. Das heißt, auf Kontakt reagieren, nachgiebig reagieren, genauso wie der menschliche Arm das tut. Wir haben diese Technologie erstmal für die Raumfahrt entwickelt, aber schnell stellte sich heraus, dass man eigentlich sehr viel breitere Ansätze finden kann. Und die Medizintechnik, die Chirurgierobotik war eines der interessantesten Einsatzgebiete. Die Gemeinsamkeit der Ziele ist hier das Agieren an Orten, die nicht direkt zugänglich sind. Es ist das Gleiche im Weltraum, da möchte ich auch etwas manipulieren und bewegen und steuern. Und im Körperinneren ist es auch so, wenn ich den Körper nicht aufschneiden will, dann ist der Ort dort nicht direkt zugänglich. Wir hatten die Miro-Technologie über fast 10 Jahre entwickelt, über mehrere Iterationszyklen, auch mit Förderung aus Bayern, aus der Helmholtz-Gesellschaft, natürlich aus dem DLR, bis zu dem Stand, dass diese Technologie marktreif war, zumindest lizenzreif. Und 2012 haben wir Verhandlungen mit mehreren Medizintechnik-Unternehmen angefangen und zum Schluss hat sich die Lizenzierung an die Firma Covidian ergeben. Covidian ist mittlerweile mit Medtronic fusioniert, allerdings unter der Maßgabe, dass Arbeitsplätze hier in Bayern entstehen. Und tatsächlich gibt es jetzt eine Niederlassung von Medtronic, die mehr als 50 Mitarbeiter umfasst, beschäftigt und die komplette Mechatronik für das Miro-System, jetzt das Hugo-RAS-System, entwickelt. Danach war natürlich eben die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Das Miro-Search-System ist womöglich nach wie vor eines der reifsten Forschungsplattformen für die roboterassistierte Chirurgie. Die Modularität und die schlanken, leicht rücktreibbaren Arme bieten ein breites Anwendungsspektrum. Und wir haben eben sehr tolle neue Technologien identifiziert, neue Anwendungsansätze oder Systemansätze konzeptioniert, wie zum Beispiel eben die kollaborative Laparoskopie, Ultraschallanwendungen oder eben die flexible Endoskopie, die jetzt eben auch forschungstechnisch großes Interesse bei uns wecken. Und da freuen wir uns drauf, daran weiterzuarbeiten. Ich glaube, die Medizinrobotik ist noch am Anfang. Man hat im Moment vielleicht 5% der Operationen, die jetzt robotisch durchgeführt werden können. Und in Zukunft wird sich diese Palette massiv ausweiten.
Ein entscheidender Punkt ist, dass man von den rein ferngesteuerten Robotern zu KI-gesteuerten, KI-gestützten Robotern übergehen wird. Und dadurch wird die Einsatzmöglichkeit breiter, weil der Roboter die Intention des Chirurgen erkennt und ihn gezielt unterstützen kann mit speziellen Funktionalitäten. Das Miro Innovation Lab bildet den Rahmen unserer interdisziplinären Partnerschaften mit Kliniken und Industrieunternehmen. Die Zusammenarbeit mit dem DLR dauert nun schon seit über 20 Jahren an. Das heißt, seitdem Robotik in der Klinik eingesetzt wird, chirurgisch eingesetzt wird, kooperieren wir. Und das ist auch der Fall, seitdem 2017 das Miro Innovation Lab gegründet wurde. Wir sind hier von Anfang an Partner, klinischer Partner und unterstützen und begleiten die Entwicklungen auf Seiten des DLR. Letztlich ist zum einen mal die besondere Robotikexpertise unseres Instituts in der gesamten Breite, aber auch Tiefe der Robotik eben eine besondere Eigenschaft des Miro Innovation Labs, was wir liefern können. Zum anderen haben wir ein spezialisiertes Team mit Know-how in der Medizinrobotik, was dann eben die anwendungsspezifischen Aspekte sehr, sehr gut bearbeiten kann. Die Zusammenarbeit mit dem Miro Innovation Lab ist eine unglaublich tolle Sache für uns als Ärzte. Wir sehen oft Probleme im Alltag, die wir gerne gelöst haben wollten, aber kennen die technische Lösung nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Ingenieure, die zum Teil sehr kreative Ideen haben, aber wiederum den Bedarf nicht wirklich erkannt haben, und in dem Gespräch, Dialog, können die beiden Seiten sich sehr gut ergänzen. Die beste Art und Weise, mit uns zusammenzuarbeiten, sind eigentlich strategische Partnerschaften, indem man natürlich dann eben über viele Jahre hinweg eben auch auf parallelen Pfaden mit uns zusammenarbeiten kann und eben auch zukünftige Generationen gerade entstehender Technologie entwickeln kann und vorbereiten kann.